Das glaubst du nicht. Der älteste Spieler der Bundesliga-Geschichte ist Klaus Fichtel. Er spielte am 21. Mai 1988 für Schalke 04 und war zu diesem Zeitpunkt genau 43 Jahre, 6 Monate und 3 Tage alt. Das ist aber gar nichts im Vergleich zum ältesten Profispieler weltweit. Im Jahr 2020 stellte der Japaner Katsuyoshi Miura seinen Altersrekord auf. Er lief im Alter von 53 Jahren, 6 Monaten und 28 Tagen als Teil der Startaufstellung für Yokohama auf. Im Gegensatz dazu ist der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, Youssoufa Moukoko, im Alter von 16 Jahren und einem einzigen Tag über 36 Jahre jünger. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und...